Ja, ich heiße Jürgen Osterbrink und bin Lehrstuhlinhaber für Pflegewissenschaft an der Paracelsus-Universität in Salzburg. Wir sehen immer deutlicher, dass die Gesundheitsversorgung in unserem Land bei all den Herausforderungen, die wir zu stemmen haben, eigentlich zu kurz kommt. Es werden Gesetze erlassen, die häufig nicht bürgernah sind oder vermeintlich bürgernah sind. Und wir versuchen hier eine Plattform zu begründen, wo wir beim diesjährigen Expertengespräch Digitalisierung in den Fokus genommen haben, als große Möglichkeit, Versorgung neu zu strukturieren, neu zu denken und Versorgung dahingehend zu organisieren, dass wir bürgernah die Versorgung für die Zukunft darstellen. Also international gesehen ist dies, wenn man die US-amerikanischen Daten sieht, wenn man skandinavische Daten, insbesondere aus Dänemark, sieht, haben wir insbesondere bei Menschen mit chronischen Erkrankungen eine sehr hohe Abdeckung erreicht. Also man sieht wirklich, ja, es führt zu einer Verbesserung im Versorgungsprozess. In Deutschland, wie auch in Österreich, muss man sagen, stehen wir dort zwar nicht am Anfang, aber die Bewegung läuft unaufhörlich. Und jetzt, man sieht das auch an den Daten der heutigen Expertengespräche, ist eine Chance erreicht worden, wo wir den Arzt, den Apotheker, den Pflegenden zu einer Einheit zusammenführen. Und das macht Mut, insbesondere aus Sicht von Patientinnen und Patienten, dass sie in nicht allzu ferner Zeit eine punktgenaue Versorgung auch erhalten werden. Es liegt daran, dass der Gesetzgeber dies zu zögerlich integriert, dass aber auch aus Sicht von Kammern, Pflegekammer, Apothekerkammer, Ärztekammer, es häufig noch Bewahrer im System gibt, die oftmals nicht genau wissen, ist das denn nun gut oder nicht gut. Aber eins ist deutlich, man muss jetzt anfangen, man muss jetzt starten. Und ich merke, dass die Bewegung jetzt so eine dramatische Kraft bekommen hat, dass sie nicht mehr wegzudenken ist. Am Beispiel des Bundesärztetages in diesem Jahr, der erstmals telemedizinische Versorgung wie auch eine Online-Sprechstunde in den Leistungskatalog aufgenommen hat und Ähnliches bei den Apothekern, bei den Pflegenden erkennbar. Das sind erste zarte Schritte. Die Technik ist schon extrem weit fortgeschritten und die Versorger kommen jetzt in einem zweiten Schritt mit riesen Meilenstiefeln und das ist gut so. Es geht darum, dass wir genau das im Fokus haben. Alle Digitalisierungsbestrebungen, die mir bekannt sind, sind bürgernah, sind menschennah und haben das Ziel, auch eine würdige Versorgung bei zurückgehenden Leistungszahlen, insbesondere bei Menschen, die kurz vor der Berentung stehen. Das sind die Babyboomer-Jahre, das sind diejenigen, die in den nächsten 10 Jahren in den Ruhestand gehen. Und jetzt ist es wichtig, vorzubereiten, vorzudenken, neue Systeme einzubeziehen, dass wir auch in 10 Jahren, und genau darum geht es, in 10 Jahren eine bürgernahe, würdige und leistungsorientierte Versorgung haben, die auch dazu noch bezahlbar ist. Das ist organisiert und auch fix im Fokus aller Bestrebungen, die mir bekannt sind. Die Basis war eigentlich eine Evidenzbasierung. Das bedeutet, dass wir Dinge tun und auch nachweisen, dass sie wirksam sind. Also der Wirksamkeitsnachweis, der muss noch in den Fokus genommen werden. Wir sollten begleitend, wenn Dinge integriert sind, sie auch beforschen, um dann darzustellen, A, dass es wirkt, B, dass es effizient und suffizient ist und C, dass es demnach auch
auch geeignet ist, um abgerechnet zu werden. Und da sehe ich, dass der Samen schon in die Erde gepflanzt wurde. Man muss ihn jetzt nur noch gut düngen und wässern, dann geht das auch noch auf. Wenn wir mal 2030 denken, werden wir ein Interview wie heute eher belächeln, weil es ist Alltag. Es ist Alltag geworden. So wie wir uns vor noch 15 Jahren nicht vorstellen konnten, dass wir ein Smartphone in der Hand halten, so gehört das heute zum Alltag. Und man bedenkt nicht, dass es erst 1,5 Dekaden her ist, nachdem Smartphones überhaupt entdeckt, entwickelt und dann marktreif gemacht wurden. Genauso wird es im Gesundheitsbereich auch sein, dass Digitalisierung, digitale Versorgung, der direkte Kontakt zu Dienstleistern im Gesundheitswesen, egal ob das ein Pflegender, ein Apotheker oder ein Arzt ist, sie sind 24 Stunden, 365 zur Verfügung bei Beschwerden und insbesondere häufig von Kassen dann auch angestellt. Das ist übrigens ein sehr erfolgreiches Modell in den Vereinigten Staaten, insbesondere für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und ich glaube, dass dies schneller 2030 erreicht sein wird. Ich gehe davon aus, dass wir den sehr großen Boom innerhalb der nächsten Dekade erleben werden.